Beim Cup-Spiel der BBO Salzburg gegen die Dornbirn Lions zunächst einmal die Gastgeber in Weiß am Ball. Machen jetzt einen Pass, finde keine Anspielstation, versucht es selber. Wurf, immer noch die Salzburg am Ball, hier ein Korbversuch, aber die Gäste aus Dornbirn können sich befreien. Wieder eine gute Aktion der Salzburger. Neuer Versuch. Rückpass. Chris Eisel bleibt hängen. Pass zurück. Und der Ball landet im Korb. 3 Punkte für die Salzburger Basketballer in dieser Begegnung. Jetzt wieder Kontermöglichkeit der Gäste aus Dornbirn. Der Ball geht dank einer guten Defense-Leistung der Gastgeber ins Out. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt wieder die Gäste. Immer noch die Gäste am Ball. Der Trainer, der Head Salzburger, ist übrigens Aaron Mitchell. Und es gibt eine herrliche Möglichkeit. Wurf und die Salzburger gewinnen das erste Viertel. Knapp aber doch mit 16 zu 14. Und gehen auch in Führung. Hier noch ein guter 3 Punkte Wurf der Gastgeber. Dann das zweite Viertel. Die Salzburger nächste Mal die Gäste am Ball. Wurf. Und auch dieses Mal waren die Gäste mit einem 3 Punkte Wurf erfolgreich. Dann 2 Freiwürfe. Der Salzburger, der erste Freiwurf war drinnen. Das zählt einen Punkt und es gibt auch noch einen zweiten Freiwurf, der in diesem Moment ausgeführt wird und auch den Weg in den Korb findet. 2 weitere Punkte für die Salzburger Basketballer. Jetzt wieder die Salzburger. Herrlich gemacht und 2 Punkte. Der Ball landete im Korb. Und die Salzburger können natürlich sich auch befreien. Wieder die Gäste. Schöner Versuch. Wurf und 3 Punkte für die Dornbirn Lions. Dennoch gewinnen die Gastgeber auch diese Begegnung mit 15 zu 13. Hier einige herrliche Aktionen. Wir befinden uns im dritten Viertel und es gab wieder Punkte für die Salzburger. Jetzt allerdings wieder die Gäste. Wurf und die Defense der Salzburger Basketballer war gut aufgepasst. Hier ein 2-Punkte-Wurf für die Salzburger. Wirklich schön herausgespielt, wie ich sagen würde. Und die Salzburger setzen nach. Wurf. Immer noch die Salzburger am Ball. Aber der Ball geht nicht in den Korb hinein und wir kommen jetzt ins vierte Viertel. Der dritte Viertelstand lautet übrigens 23 zu 21 für die Salzburg. Jetzt wieder die Lions. Pass, gute Aktion der Lions. Versuchen es. Und dieses Mal konnte sich die Salzburger Defense auszeichnen. Ein neuer Versuch. Gut aufgepasst von der Defense, aber die Dornbirn Lions bleiben noch am Ball. Hier ein schöner Wurf und dieses Mal passte auch die Defense an diesem Abend sehr gut auf und jetzt wiederum ein 3-Punkte-Wurf für die Gäste. Ein zugegebenermaßen wirklich schöner. Dann wieder die Gastgeber. Gute Aktion, immer noch die Gastgeber am Ball, der nicht in den Korb geht und somit den Gästen aus Dornbirn einen Konter ermöglicht. Gute Aktion. Immer noch die Gastgeber am Ball. Gut abgefangen von der Defense. Aber die Dornbirner geben nicht auf. Pass. Neuerlicher Versuch.
und gute Abwehrarbeit der Salzburger. Jetzt wieder einige gute Aktionen der Salzburger. Wir befinden uns bereits im Schlussviertel. Wurf. Und dieses Mal konnten sich die Salzburger auch mit einem 3-Punkte-Wurf eintragen. Und zwei Freiwürfe. Der erste war drinnen, ein weiterer Punkt. Und jetzt gibt es den zweiten Freiwurf, der ebenfalls drinnen ist. Und so ist es kein Wunder, dass die Salzburger letzten Endes verdient diese Begegnung mit 74 zu 61 für sich entscheiden und im Cup weiter sind.